was ein ARC ist? Was ist das? Also genau, Abkürzung für Alternate Reality Game. Was macht man da? Ganz banal gesagt, Schnitzeljagd für Erwachsene. Wir versuchen also eine Spielsituation herzustellen, die aber nicht in einem gesetzten Rahmen ist, also nicht auf einem Spielbrett, sondern wir platzieren das wirklich direkt in der Realität. Wir haben es gefunden! Juhu. Fehlalarm, wir waren falsch. Das ist nochmal zurück. Okay, da hinten wurde gerufen. Mal schauen, was da ist. Naja, nochmal Fehlalarm. Selbst Michael weiß nicht, wo Andor liegt. Ich hab's verlegt. Willkommen, mutige Krieger! Ich begrüße euch auf den letzten Metern, die uns noch trennen. Nord 49 51.743, Ost 8 43 421. Seid ihr bereit, die Pforte zu durchschreiten? Dann tretet zu mir und vollzieht das Ritual der heiligen Hölzer von Andor. Habt ihr die heiligen Hölzer von Andor? Ja. Jo, wir vermuten es. Ich danke euch. Das war's. Ihr seid dem Ruf Andors gefolgt und habt euch entschlossen, unser Königreich zu verteidigen. Damit ist der Bund zwischen eurer und unserer Welt erneuert. König Bandur ist euch zu ewigem Dank verpflichtet. Die Pforte ist nun geöffnet. Ihr könnt ihn durchschauen. Warum sollten Unternehmen ARC einsetzen, um für ihre Produkte zu werben? Die Marketingfrage kann man relativ einfach beantworten, weil sich Leute, die man vorher genau aussucht, über ganz lange Zeiträume mit Geschichten auseinandersetzen. Die Hauptaufgabe an meiner Stelle ist, die Geschichte eben so zu konstruieren, dass sie ganz klar mit dem Produkt so verknüpft ist, dass ich was über die Eigenschaften lerne, was über die Hintergründe. Es führt in die Welt des Spiels. Also ich lerne was über die Charaktere, indem ich die Kisten irgendwo finde. Ich löse dafür was auf einer Webseite aus und kriege dafür was dann Informationen über die Charaktere des Spiels zum Beispiel. Also die Vorgabe ist natürlich, dass der Autor damit sich einverstanden erklärt. Das ist das Wichtigste, muss man ganz klar sagen. Der Verlag muss sich dahinter stellen können, indem er sagt, okay, die machen was, worüber ich jetzt nicht wirklich Kontrolle habe. Ich muss sie ja eigentlich laufen lassen. Als Verlag kann man nicht ständig im Wald mit dabei sein oder sagen, zeig mir mal die Kiste, wo habt ihr die genau versteckt? Da müssen die uns vertrauen. Aber in erster Linie muss der Autor uns vertrauen, dass wir seinen Stoff nicht verdrehen oder in eine Richtung bringen, mit der er gar nicht einverstanden ist.